hört bitte auch auf die Schüler. Wenn man nach Revolution ruft, glaube ich, wäre es hier nicht der richtige Schritt. Und du bist nach hinten gegangen, weil du das doof findest. Ist mir zu viel Bashing jetzt von Politikern. Was denkt ihr? Bereitet uns die Schule von heute wirklich auf das Leben von morgen vor? Ist unser Schulsystem noch zeitgemäß? Oder ist es Zeit, ganz neu zu denken? Neue Fächer, neue Noten, neue Chancen für alle. Darüber lässt sich wunderbar streiten und das tun wir. Immer auf der Suche nach Kompromissen bei 13 Fragen. Und die allererste Frage geht an euch. Wenn ihr euch entscheiden könntet, wie sähe eurer Meinung nach die Schule der Zukunft aus? Wenn ihr die folgenden Fragen mit Ja beantworten würdet, dann würde ich euch bitten, einen Schritt in Richtung gelbes Feld zu gehen. Wenn ihr sagt, nee, so stimmt das aber nicht, dann bitte einen Schritt Richtung grün. Ja? Soweit alles klar? Gut. 13 Fragen, hier kommt Frage Nummer 2. Unser Schulsystem hat sich in seinen Grundpfeilern seit dem 19. Jahrhundert nicht wesentlich verändert. Wir brauchen nicht einzelne Reformen, sondern eine Revolutionierung des ganzen Systems. Stimmt ihr zu? Ja heißt ein Schritt Richtung Gelb, nein ein Schritt Richtung Grün. Und bitte. Ja, ich bin schon kräftig hin und her gelaufen. Okay. Mich frustriert, dass ein Großteil des Unterrichts genauso aussieht, wie er damals bei uns ausgesehen hat. Wir haben ganz viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber eine, an die wir ran müssen, und die wird nicht leicht, ist, wir müssen das Curriculum aufräumen und Platz schaffen für neue Lerninhalte. Da werden wir uns streiten müssen. Das wird nicht einfach, aber da müssen wir jetzt durch. Ich wünschte mir, dass Bildungspolitiker mehr Vertrauen in Schulleiterinnen haben und ihnen mehr Handlungsfreiheit gewähren, mehr Ressourcen geben in Form von Freiräumen und Geldern, damit sie schnell Innovation vorantreiben können an ihren Schulen. Hier kommt Frage Nummer 3. LehrerInnen werden aktuell nicht dazu ausgebildet, ihre Klassen auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Die Ausbildung der LehrerInnen muss also ganz grundsätzlich erneuert werden. Stimmt ihr zu? Das, was im Corona-Shutdown schiefgegangen ist, werden die Lehrer verantwortlich gemacht und die Lehrerinnen. Das ist ungerecht, denn es ist eigentlich ein Fehler des Systems. Es fehlten schon vorher Lehrkräfte, es fehlte schon vorher Raum, es war ein Investitionsstau in den Gebäuden und die digitale Ausstattung ist miserabel. Wir brauchen beste Schulen in der schwierigsten Lage. Wenn wir wollen, dass auch die ärmeren Kinder gute Schule und Chancengerechtigkeit im Bildungssystem erfahren, müssen wir deren Schulen zu Leuchttürmen machen, die für alle Kinder dieser Stadt attraktiv sind. Frage Nummer 4. Noten führen in den meisten Fällen zu ungesundem Leistungsdruck und zu Konkurrenzkämpfen und sollten daher abgeschafft werden. Stimmt ihr zu? Ah ja, interessant. Du zögerst, Max? Bisschen, ja. Bisschen. Ja gut, ihr zögert ein bisschen, aber wir sind ja eher, stimme eher zu, ja, möchte ich sagen. Aber du bist ganz klar, du stimmst offenbar nicht zu. Nein. Also ich glaube, ein Schulsystem ohne Leistungsorientierung kann nicht funktionieren. Natürlich geht es darum, letztendlich Leistungen zu erbringen, Kompetenzen zu erwerben. Aber wir müssen den Kindern auch helfen, dass sie die erwerben können. Das heißt, wir müssen auch für Startchancengerechtigkeit sorgen. Leistungsdruck war bei mir früher ein extrem großes Thema. Ich habe mich selber total unter Druck gesetzt, ohne triftigen Grund, aber schon, weil ich von der Gesellschaft natürlich gespürt habe, es wird irgendwas von mir erwartet, was ich erfüllen soll, und habe versucht, es auf Biegen und Brechen hinzukriegen, unabhängig davon, wie es mir auch psychisch und körperlich ging. Wir haben uns ein bisschen auf dem Feld positioniert. Am Ende ist es auch nicht so, dass wir hier fordern, dass zwei Parteien sich die Köpfe einschlagen, sondern natürlich muss jeder selber schauen, wo er am Ende auf dem Feld landet. Mein Ziel sollte es natürlich trotzdem sein, euch alle wieder zurück in die Mitte, quasi auf den Boden des Kompromisses zu führen. Das wäre natürlich wunderbar. Ob das klappt, mal sehen. Zweite Runde. Frage Nummer 5. Politik und Schulen haben es in den letzten Jahren versäumt, in einem der reichsten Länder der Welt Chancengleichheit in Sachen Bildung herzustellen. Stimmt ihr zu? Kommt nach vorne, stimmt ihr nicht zu, geht nach hinten. Oder bleibt neutral stehen.
Das ist spannend. Du bist jetzt schon fast wieder in der Mitte angekommen. Peter wiederum ist stehen geblieben. Du glaubst, wir haben Chancengleichheit? Oder du glaubst, Schule und Politik sollen sich den Schuh nicht anziehen? Nein, ich glaube, dass die Schule überfordert ist, wenn man von ihr verlangt. Sie soll wirklich Chancengerechtigkeit herstellen. Ich glaube, wir können bestimmte Missstände dämpfen. Aber die Illusion, dass wir alles ausgleichen, was sich die Gesellschaft an Unterschieden darstellt und hervorbringt, das, glaube ich, ist eine Überforderung von Schule, die dann leider auch dazu führt, dass wir ständig Misserfolge verzeichnen. Es wird, da hat Schule versagt, da hat Schule versagt. Wir können nicht alle Unterschiede ausgleichen. Das wird nicht funktionieren. Also ich verstehe dich richtig. Schule kann nicht das ausgleichen, was die Gesellschaft verbockt hat? Nicht alles ausgleichen, nur ein Teil. Ja. Okay. Nehmen wir mal so hin. Wir diskutieren gleich noch in größerer Runde weiter. So, jetzt gibt es natürlich auch noch einen Vorwurf an die Gruppe Gelb. Der lautet folgendermaßen. Politik zu bashen ist sehr einfach, aber es gibt ja durchaus Gestaltungsspielraum. LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern sollten weniger meckern, sondern viel mehr Eigeninitiative ergreifen. Ja, Max geht sehr zögerlich. Warum? Die LehrerInnen zeigen extrem viel Engagement, gerade auch in den letzten Monaten. Natürlich kann es da immer noch mehr geben, aber im Moment ist es schon auch an der Politik, jetzt mal nachzuziehen und die Grundlagen zu schaffen, dass dieses Engagement auch sich verbreitet und weitergetragen werden kann. Bin ich ja mal gespannt, auch was ihr dazu sagt, ob eure LehrerInnen sich genügend engagieren oder ob ihr da eine andere Meinung habt. Schreibt, wie gesagt, alles in Kommentare hinein. Vielen Dank erstmal dafür. Wir sind immer noch in Runde 2 gewesen und gehen jetzt in Runde 3 über. Maja, wir haben das Thema Chancengleichheit schon mal kurz auf dem Tableau gehabt. Was ist das richtige Rezept gegen soziale Ungleichheit im deutschen Bildungssystem? Das wird nicht in einem Satz klappen, das zu beantworten. Ich bin in den 90ern als Flüchtling nach Deutschland gekommen, mit 14, und durfte dann im Schnellverfahren innerhalb von 4-5 Jahren Deutsch lernen, mich anpassen, in dieser Stadt ankommen und dann entsprechend auch mein Abitur absolvieren. Wo kamst du her? Ich komme als Bürgerkrieg in Bosnien war, okay. Bin ich nach Deutschland gekommen. Und habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Zum Teil waren sie auch sehr positiv, sonst hätte ich jetzt kein Abitur. Ich bin innerhalb dieses Systems aber auch Lehrkräften begegnet, die ganz unterschiedlich mit den Herausforderungen von neu hinzugewanderten Kindern umgehen. Zwei Beispiele. Ich bin seit 3 Monaten in Deutschland, bin gerade aus der Willkommensklasse in die Regelklasse gewechselt und wir schreiben in der 9. Klasse Thema Erörterung. Das ist für mich allein schon, der Begriff ist hart. Ich verstehe sozusagen, mein Wortschatz ist ganz knapp. Ich habe mir aber extrem viel Mühe gegeben und habe verstanden, worum es bei der Erörterung geht. Meine Lehrerin hat mir da eine 2+ gegeben und hat mich vor der ganzen Klasse gelobt. Das hat mich für Jahre danach beflügelt, auch in der Phase, als ich in eine andere Schule gekommen bin, mit einem deutlich traditionelleren System, mit weniger Blick auf den einzelnen Schüler und dann 3 Jahre lang durchgehend 3 Punkte in Deutsch hatte, weil eben mein Wortschatz nicht so fortgeschritten war, unabhängig davon, wie stark ich mich engagiert habe. Ich habe im Wedding an einer Schule gearbeitet und habe die Erfahrung gemacht, jeder dieser Schüler hat mehr Potenzial, als wir erreichen können, wenn er an einer segregierten Schule ist. Es geht gar nicht darum, das Maximum zu erreichen, aber es geht viel mehr. Und deswegen ist dieser Kampf gegen die Segregation für mehr Chancengerechtigkeit im System muss ein Kernbestandteil, dem wir uns in der Politik und eben auch Lehrkräfte gemeinsam widmen. Bei der Frage nach der Durchmischung auch sozialer Schichten sagst du ja, es hilft allen SchülerInnen, wenn soziale Schichten durchmischt werden. Habe ich dich richtig verstanden? Ja. Hat sie recht? Ja, da hat sie recht. Das hilft insbesondere uns auch als Gesellschaft. Schule ist ja nicht nur ein wissensvermittelnder Ort, sondern auch ein sozial lernender Ort. Und dafür ist das extrem wichtig. Ich frage mal die Lehrerin im Bunde. Du bist ja Lehrerin und gehst in eine Richtung. Ich schaukel nur. Achso, du schaukelst nur hin und her. Du kennst ja sicherlich auch die Eltern, die. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ist ein Klischeebeispiel. Die wohnen eigentlich in Kreuzberg, wollen aber nicht, dass ihr Kind auf die Schule mit dem hohen Migrationshintergrund kommt. Deswegen geben sie irgendwie eine Zweitwohnung in, keine Ahnung, Charlottenburg an, sodass das Kind dann auf die vermeintlich bessere Schule gehen darf. Wie geht man als Lehrkraft mit sowas um? Ich meine, das begegnet einem ja dauernd. Ja, also ich denke, wenn unsere Schulen besser wären, dann hätten wir das Problem gar nicht. Ich glaube, es ist sozusagen, wir sprechen wieder von der Revolution. Also wenn wir da besser an der Wurzel ansetzen würden,
hätten wir dieses Problem der Segregation gar nicht. Wenn wir nämlich zum Beispiel auf die Kinder wirklich gucken, die Potenziale, die Kinder einzeln mitbringen und eben nicht Leistungen abbenoten und kategorisieren, dann würde da ganz viel Entfaltung stattfinden in der Grundschule schon. Und wir hätten eben diese Aufsplitterung nicht in den späteren Klassen. Du hast da offenbar einen Nerv getroffen, vor allem bei den Menschen, die sowieso schon auf deinem Feld stehen. Also ihr könnt gut Kompromisse gerade schließen, wenig überraschend. Aber warum bist du so vehement nach vorne gegangen? Weil ich absolut den gleichen Punkt vertrete. Ich finde, dass wenn Schulen grundsätzlich so ausgestattet sind, dass sie aus jedem einzelnen Schüler das Beste rausholen können, dann ist es wirklich nicht mehr so relevant, brauchen wir jetzt eine Durchmischung, brauchen wir jetzt noch mehr Pädagogen, noch mehr Psychologen. Die Frage ist, wie erreichen wir dieses Ziel, dass Individuen, dass diese Kinder, die so viel mitbringen an Potenzial, wie man so schön sagt, das auch tatsächlich entfalten kann. Ich finde, man muss sowohl bei den Schulen ansetzen und sagen, die Schulen müssen besser aufgestellt sein, sodass sie die Kinder bestmöglich fördern. Aber genauso wichtig ist es, dass man eine soziale Bildung hat, dass man eine Durchmischung hat, dass man andere Kulturen kennenlernt, dass man aufeinander zugehen kann, so wie wir es hier versuchen. Genau das ist der Ansatz, den teile ich total. Und wenn wir eine Schulfreiheit hätten in der Wahl, für Eltern, aber auch für Lehrerinnen, wo man sich aussuchen kann, wo man arbeitet oder wo man seine Kids hinschickt, und wenn wir die Schulen ermächtigen würden, selbst die richtigen Antworten zu finden, statt es zentral zu administrieren, dann hätten wir weniger, die das System unterlaufen müssen. Also ist es eine Frage von, höre ich das richtig, ist es auch du würdest ein bisschen mehr Konkurrenz unter Schulen auch, wer um gute Schüler buhlt, habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe kein Problem mit Wettbewerb. Nee. Ja, okay, das heißt, das ist ja genau das, also den Zentralismus quasi beseitigen und jede Schule kann um SchülerInnen kämpfen. Und vor allem geht es auch um die Eigenverantwortung der Schulen, weil was ich ganz viel erlebe in meiner Arbeit, dass es heißt, wir würden gerne, können aber nicht, weil die da oben, ja. Unsere Schule, auf der ich selber war, die hat ganz, ganz viel umgesetzt an neuen Strukturen. Und wir haben nicht immer großartig gefragt, dürfen wir das jetzt regelkonform? Wir haben einfach überlegt, was ist das Beste für uns Schüler? Haben wir Schüler überlegt, die Lehrer haben mit überlegt, die Eltern haben mit überlegt. Wir saßen in einem Boot, weil wir haben nämlich dasselbe Ziel. Wir wollen junge Menschen bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten. Das ist ja das Ziel. Peter, überzeugt dich das? Du stehst immer noch so halb auf dem Strich. Also, der Punkt ist halt, das klingt ja gut, Konkurrenz und jede Schule kämpft sozusagen für die beste Lösung. Ich bin überzeugt, wenn wir jetzt sozusagen die Konkurrenz eröffnen bei diesen total unterschiedlichen Bedingungen, die wir haben, dann erreichen wir genau das Gegenteil. Wir erreichen noch mehr Segregation, dass eben dann die Schulen, die, was weiß ich, geringeren Migrationsanteil haben, die also eine bestimmte soziale Schicht, Bildungsbürgertum repräsentieren, noch mehr Zulauf haben. Und diejenigen, das ist ja immer gerade das Problem, es liegt eben an so einer Schule mit so einem 90-prozentigen Migrationsanteil, liegt es ja nicht daran, dass die Lehrer jetzt da nicht gut arbeiten, oder es liegt da nicht unbedingt daran, dass die Schule jetzt schlecht ausgestattet ist, sondern es liegt generell an den schlechten Rahmenbedingungen. Es ist keine Gelegenheit da am Pausenhof dann auch beispielsweise Deutsch zu reden. Es ist kein Kontakt da. Man bleibt unter sich. Und das ist genau das Schwierige, was so problematisch macht, da vorwärts zu kommen. Deswegen bin ich nach wie vor auf der Suche, muss ich ehrlich sagen, nach Lösungen. Die Musterlösung, auch die Konkurrenz, wird es nicht sein. Ja. Jamila, ja. Bei dir ist es tatsächlich am kürzesten her, dass du die Schulbank gedrückt hast. Du hast letztes Jahr Abi gemacht. Wenn du an unser Schulsystem denkst und wirklich mal versuchst, auf den Punkt zu kriegen, was macht dich am wütendsten? Dass wir nicht alle Themen durcheinander mischen, sondern was ist der Punkt, wo du sagst, das müssen wir jetzt angehen? Also was mich persönlich als Schülerin immer am wütendsten gemacht hat, oder generell als junger Mensch oder als Kind, war nicht ernst genommen zu werden. Und das ist, finde ich, was mich wütend macht an Schule ist, dass sie oft den jungen Menschen oder den Schülern nicht aufzeigt, wie viel Handlungsspielraum sie eigentlich haben, wie viel Mitbestimmungsrecht, wie viel sie selbst mitgestalten dürfen. Ich finde, da müssen alle Parteien, Lehrer, Eltern, Politiker auch auf die Schüler zugehen können und ihnen ermöglichen, ey, ihr seid mitgefragt. Nicht umsonst habe ich mit 14 Jahren mit zwei Kolleginnen ein Buch geschrieben, die 13, 14, 15 waren zu dritt, weil wir gesagt haben, wir melden uns jetzt auch mal zu Wort, wir sind schließlich die Betroffenen und unsere Stimme muss auch gehört werden. Und was heißt das dann in Konsequenz fürs Schulsystem? Was ist die Forderung?
Die Forderung ist, hört bitte auch auf die Schüler und was sie fordern, was sie sich vorstellen. Maja, warum hört die Politik so wenig auf die Schüler? Ja, ich habe das Gefühl, wir bewegen uns genau in die Richtung, die gewünscht ist. Wir reden mit allen, gehen die richtigen Schritte und es wird halt nicht immer gesehen. Warum wird es nicht gesehen? Warum kommt es so wenig an? Weil wir bewegen allein in Berlin einen Tanker mit 50.000 Beschäftigten und 350.000 Schülerinnen und Schülern. Und am Ende spricht man immer von der einen Politik. Und das heißt, wir bringen etwas auf den Weg, aber die Idee von einer eigenverantwortlichen Schule, das ist eine Entwicklung der letzten 10 Jahre. Sie muss aber durchsickern in die einzelnen Standorte. Das heißt, wir haben an Schulen in schwieriger Lage, haben wir, sagen wir mal, ein Drittel der Standorte, die sind großartig, die sind innovativ, sozusagen, die haben eigene Profile und die sind dann auch durchmischt, weil die Schülerinnen zu ihnen kommen. Das ist nämlich das Schlüsselrezept. Gibt den Menschen Ressourcen und gibt ihnen Freiheit. Und die machen das. Aber wir brauchen noch Zeit, weil eben wir das für alle Standorte wollen. Und ich widerspreche ganz klar dem Punkt in der Abwägung zwischen, muss man mehr Ausstattung an Schulen in schwieriger Lage geben, versus reicht es jedem Schüler gerecht zu werden. Ohne mehr Ausstattung werden wir den Schülern nicht gerecht. Und daher sozusagen ist es immer zwei Standpunkte. Das eine ist, gibt die Freiheit, aber ohne mehr Ausstattung wird es nicht gehen. Mich würde interessieren, was Peter dazu sagt. Hat sie recht, die Politik tut das Richtige, nur es dauert halt ein bisschen? Also, es ist nicht genug. Also ich sage immer, das meine ich wirklich, und es ist nicht so einfach, als Lehrerverband sowas zu sagen. Ich möchte oft nicht in der Haut von Politikern stecken, weil natürlich die Erwartungshaltung riesig ist und selbst wenn was Gutes getan wird, wahrscheinlich nicht so viel Lob zurückkommt. Deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, dass man die Fortschritte, die es gibt, auch anerkennt, ja, muss man sagen, auch als Lehrergewerkschaften müssen wir Fortschritte auch anerkennen, was nicht heißt, dass man nicht auch den Finger in die Wunde legt. Immer. Ich fand es ja gut, was du gesagt hast, Jamila, ernst nehmen, Schüler ernst nehmen, ja, also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt in einem Bildungssystem, wie ernst genommen ist das, sind die Individuen, die Lehrer genauso vom Staat wie die Schüler, was mich nur dann immer... Ich bin ja der Älteste in der Runde. Ja. Ich bin in eine Schule gegangen, da war wirklich der Schülermeinung nichts wert, muss man sagen. Ja. Also ich war in der Mittelstufe in der 68er Zeit und da war es eine Diskussion auf Augenhöhe oder sowas. Das heißt, eigentlich ja, ist ja heute dieser Konflikt zwischen Lehrern und Schülern ist ja gar nicht da. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass viel mehr Schüler sich langfristig politisch oder auch in der Schule engagieren, die Möglichkeiten gibt. Die hatten wir damals nicht, aber jetzt sind sie da. Ja. Marie, ist die Schule eigentlich viel besser als ihr Ruf? Manche ja. Also ich habe das Gefühl, alle lästern ständig über das Schulsystem, aber jetzt höre ich, die Politik tut schon viel, es dauert ein bisschen. Der Peter sagt, ja, das stimmt, die Politik macht das gar nicht so schlecht. Bei uns war früher alles noch viel schlimmer. Jetzt ist alles irgendwie besser. Ja, wir vereinfachen natürlich Dinge. Natürlich gibt es Schulen, an denen die Arbeit sehr gut läuft und Schüler sehr ernst genommen werden. Die gibt es und es gibt ganz tolle Pilotschulen und Leuchttürme, an denen man sich orientieren sollte. Ich glaube aber, das Ernstnehmen von Schülerinnen und Schülern funktioniert nur, wenn wir in System Veränderungen schaffen. Weil das Machtgefälle zwischen Lehrer und Schüler ist einfach da. Und das kann man mit Notengebung und ich sage, wenn du versetzt bist oder nicht, und ich sage dir auch, was du zu lernen hast und wann du es zu lernen hast und wann wir die Klassenarbeit schreiben und so weiter und so fort, funktioniert nicht. Dann fühlen sich die Schüler nicht ernst. Genau, ich bin mir sicher, da werden auch einige und von den Menschen, die gerade dieses Video sehen, werden wahrscheinlich sagen, ja Moment mal, das klingt mir alles hier zu nett. Also wenn ich in die Schule gehe, dann erlebe ich das mutmaßlich anders. Aber was genau bedeutet das? Systemveränderung, inwiefern? Schüler mehr Mitspracherecht, Schüler dürfen selber entscheiden, wann die Klassenarbeit geschrieben wird oder ob es eine geschrieben wird? Vielleicht gibt es gar keine mehr. Vielleicht gibt es keine. Ja? Ist das der Vorschlag? Also, wo können wir konkret, also was können wir denn konkret? Ich glaube, wir müssen, also was mir fehlt in der Diskussion häufig, ist so das Ranhangeln von Moment zu Moment. Brauchen wir die 45-Minuten-Stunde? Brauchen wir nicht noch mehr Inklusion? Brauchen wir nicht noch mehr Digitalisierung? Das sind alles irgendwie so Päckchen, die draufgeladen werden, über die wir einzeln diskutieren. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz grundsätzlich mal überlegen, was Schülerinnen und Schüler heutzutage wirklich erleben sollen, und ich sage ganz ausdrücklich erleben und nicht lernen, an Schulen, was sie erfahren sollen, damit sie die Zukunft aktiv, mutig, neugierig gestalten, weil wir werden in der Zukunft
noch krasseren Herausforderungen begegnen müssen als das, was wir im letzten halben Jahr erlebt haben. Und dafür sind unsere Jugendliche, ich sag mal, in der Fläche nicht vorbereitet. Und das macht mir Angst. Du hast sogar regelrecht Angst. Du bist wütend, du bist ängstlich. Und was bist du? Ich bin auch wütend darüber, dass wir das immer noch nicht geschafft haben, das selbstständige Lernen zu stärken, sondern dass wir immer noch wieder Punkte setzen, wo Noten, wo Zeugnisse kommen, wo Klassenarbeiten kommen, die den Schülerinnen und Schülern sagen, nein, das hast du alles nicht gut gemacht, anstatt sie zum selbstständigen Lernen zu ermutigen, also immer das zu dokumentieren, was jemand nicht kann. Also das macht mich wütend. Ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, jetzt, das noch gar nicht zur Sprache kam, aber wirklich weltweit gerade viel diskutiert wird. Stichwort Digitalisierung. Marie, es gibt ja tatsächlich manche Schulen in Deutschland, die haben weder ein Konzept zur digitalen Wissensvermittlung noch WLAN. Also es fängt ja manchmal bei basalen Sachen an. Andere Schulen ärgern sich noch nicht mal über fehlendes WLAN, sondern darüber, dass sie keine funktionierenden Toiletten haben. Auch das gibt es. Wie sieht denn die Schule der Zukunft im Thema Digitalisierung aus? Meinst du, wo wir hingehen? Also wie die Schule aussehen sollte? Was heißt Digitalisierung? Heißt Digitalisierung Laptops für alle? Nee, Laptops brauchen wir nicht mehr. Die sind schon aus dem letzten Jahrzehnt. Nein, das ist eine echte Aufgabe für die Zukunft. Von vorgestern bis hin in die Zukunft, weil sich auch alles rasant verändert. Das, was du gerade gesagt hast, Laptops sind, also in 10 Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit dem Laptop arbeiten, sondern, weiß ich nicht, mit Tablets, keine Ahnung, wir werden wahrscheinlich auch keine E-Mails mehr schreiben. Es verändert sich so rasant, dass wir uns das noch gar nicht richtig vorstellen können. Und das ist ja auch eine Frage von Resilienz. Ich meine, ich finde, es geht gar nicht darum, kann ich jetzt ein Smartphone oder ein Tablet bedienen oder nicht. Die Frage ist, wie kann ich mit Veränderung umgehen? Ja. Und das müsste in Schulen gelernt werden, und zwar sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler. Ich meine, ich weiß nicht, was in 10 Jahren noch für Geräte auf mich zukommen, von denen ich jetzt noch keine Ahnung habe. Ich werde das lernen müssen und ich werde mir zutrauen müssen, dass ich es lernen kann. Max, du hast eine zum Thema Vernetzung, Wissenstransfer und Digitalisierung, du hast eine Plattform gegründet, lehrermarktplatz.de. Das ist tatsächlich eine privatwirtschaftlich organisierte Plattform, wo Menschen, Lehrer und Lehrerinnen sich Unterrichtsmaterialien austauschen können und für kleines Geld abkaufen können. Das Ganze ist lukrativ, damit beschäftigst du einige Mitarbeiter. Was sagt das über die Innovationsbereitschaft des deutschen Schulsystems aus, dass das privatwirtschaftlich organisiert ist? Also es sagt erstmal was über die Lehrkräfte aus. Ja, das sind 450.000, 40% der deutschsprachigen Lehrkräfte auf dieser Plattform. Jeden Tag kommen 1.000 dazu. Wir haben kein Problem, dass die Lehrkräfte das Internet verabscheuen. Ja, die wollen das nutzen. Die tauschen sich aus. Millionen Downloads jeden Monat. Das zeigt auch noch was Zweites. Es gibt ein Infrastrukturthema, wo wir die Schulen ausstatten müssen. Und da würden wir uns wünschen, dass die Gelder ein bisschen schneller fließen. Okay, und dann haben wir nur einen Haken an die Eintrittskarte. Digitalisierung ist viel mehr, ist auch Umgang von Schülern mit digitalem Lernen, ist nicht den Unterricht digital über ein Smartphone machen, ja, das wird es wahrscheinlich nie geben, aber es gibt ganz viele Prozesse im Hintergrund. Wir machen ja nur den der Unterrichtsvorbereitung. Es gibt die Unterrichtsnachbereitung, es gibt Feedbacksysteme, die fehlen an Schulen, es gibt Kommunikationssysteme, die die Eltern mit einbinden können. Es gibt ganz viel Digitalität, die wir in den letzten 10, 20 Jahren in anderen Bereichen erlebt haben, die im Schulorga-Ablauf noch nicht vorkommen. Und da ist ein riesengroßer Hebel, der das Arbeiten an Schulen besser machen kann, der die Elternschaft mehr integrieren kann, der auch Schüler mehr zu Wort kommen lassen kann. Der vor allem Lehrerinnen entlasten würde. Ja, also aber auf welchen Knopf müsste man drücken? Also wem würdest du gerne ans Schienenbein treten? Also ich finde, da passiert auch einiges. Was erst sehr langsam passiert, ist die Vorstellung, dass auch ein kommerzielles Unternehmen im Bildungsbereich existieren darf. Eine Sache, die passiert ist durch Corona, ist, dass ganz viele Lehrkräfte in ihrer Selbstwahrnehmung einen Schub bekommen haben, weil sie ausprobieren mussten, ging ja gar nicht anders, und zwar 17 Tools gleichzeitig. Und dass die jetzt mutiger geworden sind. Und ich glaube auch immer mehr verlangen werden, dass es Arbeitserleichterungssysteme gibt. Ich meine, organisiere mal eine Klassenfahrt und treibt das Geld ein. Das wird alles noch mit Zetteln und irgendwas gemacht. Da geht noch so viel. Und ich glaube, da ist meine Hoffnung, dass wir da am Anfang von einer Revolution stehen. P
Peter als Vertreter eines Lehrerverbandes, hat er recht? Am Anfang einer Revolution? Er hat recht. Das, glaube ich, ist tatsächlich die Zukunft. Wir reden viel zu viel über Technik und zu wenig über diesen pädagogischen Mehrwert, wenn so ein digital gestützter Präsenzunterricht mal wirklich gut funktioniert. Da bin ich voll dabei bei dir. Und wenn wir dann sagen, wir wollen nicht zurück zum Regelbetrieb, weil der suggeriert so etwas Rückständiges, sondern zum Glück sind wir zurück zu mehr Präsenz. Ja, bei guter Unterricht braucht die Präsenz. Und jetzt lass uns das Gelernte mitnehmen, genau. Und lass uns da eine Reise starten in der Unterstützung und der Prozessdigitalität. Ja. Dann haben wir echt eine Chance, Quark zu kommen. Wir wollen nicht sagen, dass es digitales Lernen ist, sondern dass es Lernen mit digitalen Medien ist, dass es soziales Lernen ist, gemeinsames Lernen ist, selbstständiges Lernen. Das wollen wir sagen. Digital unterstützt. Und ja, aber so viele stellen sich vor, nur das digitale Gerät. Und nein, ich muss auch Kinder, die nicht gerne lernen, die muss ich auch motivieren, mit einem digitalen Gerät zu lernen oder Medienkompetenz zu entwickeln. Also Medienkompetenz entwickeln ist eben total wichtig in unserer Gesellschaft und das hilft uns eben auch. Es wird nie eine App eine Lehrkraft ersetzen, aber es werden digitale Systeme Lehrkräfte besser machen in dem, was sie tun. Wir sind alle recht eng zusammengerückt. Ich würde gerne in unsere Abschlussrunde gehen. Da sind wir also auf der Suche nach Kompromissen. Schulen brauchen mehr Autonomie, mehr Freiheit. Sie sollen mehr als bisher über Gelder entscheiden dürfen, über Lehrpläne, neue Lehrinhalte und neue Fächer. Stimmt ihr zu? Frage Nummer 12. BildungspolitikerInnen werden verpflichtet, regelmäßig in Schulen, zum Beispiel an Schulkonferenzen teilzunehmen, also quasi Kontakt zur Basis zu halten. Findet ihr das gut? Peter, ja. Du so mittel. Und die Bildungspolitikerin sagt, warte mal kurz, Blick auf meinen Terminkalender, nein. Bei aller Liebe, dreimal, also so, wenn wir etwas machen, ist dann der Basis ein. Die Unterstellung dahinter, sozusagen, das ist der Teil, wo ich ganz klar widerspreche. Mhm. Also wenn ich etwas tue, ist mit der Basis reden. Fair enough. Du sagst trotzdem ja, wünschen, wenn mehr Politiker an Schulen kommen würden, nicht nur um Preise zu verleihen, sondern auch mal, um sich Missstände anzugucken. Genau. Und nicht nur eine Stunde, sondern auch mal einen ganzen Tag wahrnehmen, weil eine Stunde kann auch eine Schule dann sich positiv darstellen. Weil wenn die Bildungsministerin kommt, möchte man auch nicht doof dastehen. Also die brauchen schon ein bisschen mehr und sollten gerne genau wissen, was los ist. Und du bist nach hinten gegangen, weil du das doof findest? Ist mir zu viel Bashing jetzt von Politikern. Ah ja, interessant. Also mehr so aus Solidarität. Ganz viel Liebe. Ja, ich würde jetzt sagen, das unterstellt, dass die Politiker nicht wissen, was in den Schulen los ist. Und das kann ich so nicht unterschreiben. Du hast Mayas Herz gewonnen. Ja. Jetzt kommen wir ganz am Ende also zu Frage Nummer 13 und die geht wieder an die Community. Ihr habt jetzt viel gehört, viele Lösungsvorschläge liegen hier auf dem Tisch bzw. auf dem Feld. Wie kann Schule besser, zukunftsträchtiger werden, vielleicht sogar noch mehr Spaß machen, als sie es sowieso schon tut? Schreibt es uns bitte in die Kommentare und ganz herzlichen Dank an euch alle. Vielen, vielen Dank. Ja, es war eine schöne Diskussion, hat Spaß gemacht, die verschiedenen Standpunkte zu erfahren. Und wir haben ja im Endeffekt einen ganz tollen Kompromiss eigentlich gefunden oder viele Kompromisse bei vielen Punkten. Und ich würde mir wünschen, dass wir das abbilden jetzt bei Schule und Zukunft der Bildung. Na gut, es waren ja heute keine 16 Bildungsminister da und auch keine 16 Finanzminister. Deswegen glaube ich, wird es noch ein bisschen dauern, bis dann die Erkenntnisse auch in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Ich wünsche Schülern, die jetzt in die Schule kommen, die jetzt in die Schule gehen, die noch in dieser Schule drin sind, dass sie sich nicht auf die Schule beschränken und nicht sagen, die Schule wird mein Leben bestimmen und selbst auch die Verantwortung für ihr Wirken übernehmen und nicht sagen, die Schule erlaubt mir das nicht, aufgrund der Schule darf ich das nicht, selber aktiv werden. Das wünsche ich mir für Schüler und dass sie wissen, dass sie das dürfen und dass sie dazu in der Lage sind. Danke! Wir freuen uns, mit euch zu diskutieren. Hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Hier oben gibt es ein weiteres Video zum Thema und hier eine weitere Folge 13 Fragen.